Moin. Moin, moin. Herzlich willkommen zum offiziellen Verkostungsvideo zu unserem Tianinik 14 Jahre aus dem Fürstful Bulgari Winecast. So, Olli, alles Gute zum Fünfjährigen. Ja, dir auch, Steffen. Dankeschön. Unsere Jubiläumsabfüllung. Jawohl. Wer hätte es gedacht, ne? Wer hätte es gedacht, dass wir mal so alt werden? Oh. Ja, also es kam sehr überraschend. Mit Kirschimport. Also mal vielen Dank an die wirklich tolle Abwicklung. Tianinich. Jeder kannte die Signatory Vintage Flasche. Anschel Filtered, genau. 46%, 13 Jahre. Die kam auf den Markt und durch die Farbe, durch den Geschmack war die sofort in allen Mündern. Ja. Und ja, wir präsentieren euch jetzt in unserer Jubiläumsabfüllung ja den ersten in Fassstärke sozusagen und auch das einer sehr, sehr guten Fassstärke. Ja. Und was will man dazu sagen? Also mega Teil. Dreieinhalb Jahre Finish. Dreieinhalb Jahre ist schon Fast eine Zweitreifung irgendwo so. Ja. Oder? Dreieinhalb Jahre, 56,3%. Ja. Ein wunderschönes individuelles Etikett. Also ja. Das finde ich richtig geil. Ja. 296 Flaschen. Ja. 89,90. Liegt so 15 bis 20 Euro nur über der Trinkstärke. Ja. Und ihr bekommt hier einen Dekanter. Ja. Und wir wollen heute einfach mal, glaubt es uns oder nicht, wir verkosten den heute, glaube ich, das erste Mal so richtig in Ruhe. Ja. Wir haben den immer nur so nebenbei und dann mal da auf der Party und dann mal hier und mal da so. Ja, ja, aber ja. So richtig in Ruhe haben wir eigentlich noch gar nicht verkostet. So noch nicht. Wir versuchen auch neutral zu bleiben, sofern das möglich ist. Der kommt auch mit an die Tafel, allerdings nur in Anführungszeichen. Der wird am Ende nicht berücksichtigt, weil natürlich kriegt er 60 Punkte von uns. 65. Nein. Zusammen? Ja, so, das wäre schlecht. Das ist immer noch besser wie der Chateau. Das ist immer noch bei 30 Niveau. Nein, versuchen so neutral wie möglich zu bleiben und den wirklich realistisch einzuschätzen. Ja. Das ist sehr gut. Für 89,90. Ja. Wenn man so Kram kommt, ist es uns hier auf den Tisch. Nee, du kostet Sample so viel. Ja, ja, ja. Ja. Dann gib mir mal her. Bitteschön. Lass mal riechen, wie Geburtstag riecht. Ja. Hoffentlich nicht nach Silvesterknallern. Boah. Kannst du nicht saufen. Eine Schwefelbombe. Achso, cool Story. Wir hatten ein Tasting bei uns auf dem Friends Day mit 5 Whiskys. Da waren auch 27-Jährige dabei und 19 Jahre Eiler und so ein Kram. Und er wurde tatsächlich neutral, anonym als Sieger gewählt. Also bevor wir die ersten Noten jetzt raushauen, ganz kurz zur Erklärung. Bulgari ist ein italienisches, eine ganz, ganz kleine italienische Weinregion. Da gibt es ja nicht nur Rotwein, da gibt es auch Weißen, da gibt es Rosé, da gibt es auch süße Weine und so weiter und so fort. Ne? Und in so einem Fassmarkt, da sind Premiumweine. Mhm. Also kostet weit über 100 Euro frisch abgefüllte Weine. Okay. Das ist schon brutal. Ne? Ja. Und genau das ist das Thema, finde ich. Die Nase ist brutal bärig. Ja. Ganz wahnsinnig frisch, fruchtig, Kirsche, Himbeeren, Blaubeeren. Du merkst, dass... Also, wer unsere Videos verfolgt, wir mögen eigentlich nicht so Rotweinfässer. Ja. Das ist schwierig. Ja. Ja. Und trotzdem entscheiden wir uns für ein Rotweinfass zu unserer Jubiläumsausgabe. Ja, weil wenn es klappt, ist es geil. Ja. Wenn es klappt, hast du diese Haribo-Noten. Du hast definitiv, schiebt hier das Weinfass mit an, ja. Aber ohne Schwefel. Genau, ganz wichtig. 0,0% Schwefel. Richtig, und dann macht das Fass Spaß. Ja, und dann hast du diese puren Noten, wie du gerade gesagt hast, ja, du hast diese Würze dabei, du hast eine relativ komplexe Nase, die sich unterscheidet von Sherryfässern. Brutal, ja. Ja, also die Süße hast du nicht so extrem, ja, wie jetzt zum Beispiel beim PX-Fass oder sowas, ja. Du merkst schon, also du merkst es, dass es ein Rotwein war. Ja. Aber nicht mit den Nachteilen, die viele haben. Ja. Ne? Also von daher. Das ist sehr gut gesagt, du hast hier keine heftige Trockenheit, also zumindest in der Nase erstmal, ne? Keine Eichigkeit, so. Du merkst aber auch, dass hinter dem Fass 14 Jahre Heil entstehen, ne? Ja. Das merkst du. Also da ist der Honig mit da schiebt von hinten die Vanille noch mit vor. Und oben drüber liegt dann so gekochte Beeren, so gekochte Waldfrüchte, weißt du, liegen auf so einem Vanillepudding. Mhm. Voll geil. Also wirklich, ich erinnere mich an so einen kräftigen Früchtetee. Aber nicht aromatisiert, sondern mit echten Früchten. Ja. So, ne?
Nicht künstlich. Genau. Ja. Nicht so parfümig, sondern wirklich so natürlicher Früchtetee. Schöne Holzigkeit dabei. Kommt auch die Würze. Dadurch kriegt er dieses Natural, also diesen wirklich nicht künstlichen Touch, den kriegt er dadurch. Du kaufst ihm das ab, dass er da drinnen gelegen hat, 3,5 Jahre. Schön eingebunden. Ja. Die Farbe ist halt auch der Knaller, ne? Die Farbe, muss ich sagen, ist eine der geilsten Farben seit langem mal wieder. Ja. Wenn du die Flasche, das wird im Video einfach nicht so rüberkommen, aber wenn du die Flasche so in der Hand hast und so durchschaust, diese Farbkombi, man hat es bei dem 46%er schon gesehen, die Farbe, und hier ist das, finde ich, noch ein Ticken extremer. Klar, hier schwarzer Hintergrund jetzt, aber das hat so einfach so ein... Wie so ein alter Rosé. Ja, so ein ganz dunkler Rosé. Ja. So kommt das manchmal rüber, ne? Also ist schon geil gemacht. Echt cool. Kann man machen. Aber wir müssen ihn auch probieren. Ja. Landschaft. Jetzt kommt Würze, jetzt kommt eine ganze Ladung weißer Pfeffer, Ingwer-Schärfe. Was bleibt in diesem Rahmen? Es bleibt noch so, dass du nicht so machst. Ja. Boah, aber die Fruchtigkeit, die ist, also es ist wirklich so weißer Pfeffer, nicht dunkler. Mhm. Diese Früchte, die du gesagt hattest auch, so dieses Weinige, ne, und das macht so hier. Aber keins im Bein rückt ab, da fließt so. Die wollen beide durch, ne? Die kommen auch beide durch. Ja, ja. Also sehr faszinierend, dass das so gut spielen kann. Das ist ein geiles Weingummi jetzt. Ja. Richtig Weingummi. Ja. Auch jetzt null Schwefel. Ich glaube, wir wirken viel zu euphorisch. Ich fühle mich jetzt auch doof, dass jetzt, oh ja, geil. Ja. Ich glaube, dir keiner, gell? Aber im Endeffekt ist ja wurscht. Ja, können Sie selber probieren. Ja. 1990. Auf der anderen Seite, rote Krütze. Auf der anderen Seite muss ich auch mal kurz dazu sagen, so oft haben wir 14 Jahre Verstärker nicht auf dem Tisch. Mit Wein. Ja, schon auf. Wir trinken ja oft viel höhere Altersgänge oder wie auch immer. Und wahrscheinlich hätten wir auch andere 15er, 16er, 13er auch gut bewertet. Ja, klar. Weil alt muss ja nicht heißen, dass es gut ist. Nee, das wissen wir ja mittlerweile. Seht ihr in unserer Tafel, ne? Wie die manchmal abkacken. Nein, auch privat trinken wir nicht 40 Jahre aufwärts. Ne, da haben wir sowas hier. Ja. Nicht sowas, aber mehr zum so. Zum Glück müssen wir 30 aufwärts nur beruflich trinken. Ja, privat kommt dann ein Glenfiddich 12 auf den Tisch. Genau. Nee, also wirklich toll. Wie so eine rote Krütze mit Vanillesoße. Also diese Waldbeeren, das zieht sich so krass durch, ist so toll eingebunden. Angenehme Säure. Schönes, ja, stimmt, säuerlich. Schöne Säure. Also es ist mal was anderes. Ein sehr authentisches Weinfass. Es ist mal was anderes. Und wir sagen es euch ganz ehrlich, wir hätten ohne Probleme Linkwood, Ben Rinnes, First Fill Sherry haben können. Ja. Zum gleichen Preis, ja. So wie es ist, ohne Probleme. Ja. Wollten wir aber nicht. Ja. Weil, nee, da hat man keine Lust drauf. Wir wollten mal was anderes. Diese Action. Und da wir den 46er so geil fanden, haben wir uns gesagt, nee, komm. Ja. Wie erwärmt. Ja, den ganzen Mund so, eine Explosion im Mund. Ja. Aber ist nicht unangenehm. Nee. Ich bin auch mal so würzeempfindlich. Hm? Ich merke auch, dass ich kurz vorm Kämpfen bin, aber dann kommen die Früchte durch und dann ein bisschen Speichelfluss hast, dann wird es ein bisschen trockener. Hm. Schönes Spiel. Oh, er wird auch nicht trocken? Nee, auch hier also kratzt so dran. Er macht schon was im Mund. Also er macht dann, der Würze, die Frucht, er will trocken sein, dann ist er wieder Aszenkier und da ist er wieder hier und ist schon so ein Erlebnis-Whisky auch, ja? Ja, tatsächlich. Ich würde ja gerne mit Wasser spielen, aber das überlassen wir euch, würde ich sagen. Ja. Bin zufrieden. Es ist sehr. Und ich freue mich wirklich, ehrlich... 14 Jahre. 14 nicht 40, Jahre. 14 Jahre. Und ich freue mich wirklich, ehrlich sagen zu können, oder einfach ohne schlechtes Gewissen sagen zu können, der ist geil. Ja. So, ich habe kein schlechtes Gewissen, wenn ihr das trinkt zu Hause und sagt, oh nee, was haben die wie ein Müll. Nee, ihr werdet das bestätigen. Ja. Geiles Teil. Geiles Teil. Sehr lecker. Kommen wir zum Fazit zu unserem Tiernini 14 Jahre Signatory Vintage, abgefüllt zum 5. Jubiläum von Simple Sample. Das sind wir. Olli, ja, machen wir gleichzeitig. Schmeckt uns der Whisky? Ja, ja. Definitiv. Ist nett. Kann man trinken. Kann man machen. Ja. Auf jeden Fall. Dominante Noten? Ganz klar Früchte. Also Waldfrüchte, was du auch gesagt hast, diese roten Früchte, Weinnoten, Würzigkeit im positiven Sinne, ja, das ist einfach prägnant. Also die Würze und die Fruchtigkeit, die roten Früchte und die Würzigkeit, die liefern sich ja wirklich einen Kampf. Ja. Das ist kein harmonisches, ich schwimme mal hier durch. Nee. Das ist wirklich richtig ein Battle zwischen den beiden. Und das macht halt unheimlich Spaß, den Whisky zu verkosten. Ja. Was ganz wichtig ist, keine dominante Note, keine ist Schwefel. Ja. Wir haben null Schwefel. Ja. Weil viele denken das bei Rotwein, hier nein. Definitiv nein. Alkohol gut eingebunden? Ja.
Ich finde schon. Also nicht mehr? Nee, mehr nicht. Dann wird, glaube ich, die Würze zu stark. Ja. Weniger wäre auch okay, glaube ich. Mit 52 kommt der auch noch klar. Mhm. Aber das ist so die Obergrenze. Ja. Und das passt gut. Gut gesagt, ja. Brennerei-Charakter? Nee. Du hast da kein... Nee, ist kein Tee. Das hast vielleicht, wenn du Wasser verdünnst, dass du da hinkommst. Ja. So ehrlich muss man sein. Also ein Giannini-Fan würde jetzt sagen, oh, naja, Brennerei-Charakter... Ja. Könnte jetzt auch XY sein. Ja, das stimmt, das muss man sagen. Preisgerechtfertigt. Wäre schlimm, wenn nicht, ne? Ja, aber auch hier sind wir ehrlich und ich muss dir sagen, ja. Ist okay. Der ist mehr als gerechtfertigt. Hallo, du kriegst hier. Du hast 89,90. Was es noch nie auf dem deutschen Markt gegeben hat, in der Sinne bei Signatory. Auch so, ja. Die Trinksteige kostet nur 15 bis 20 Euro weniger. Ja. Das darfst du ja nicht vergessen. Und die kommt in so einer weißen... Ja. Ne? So, hier kriegst du das in Fassstärke mit diesem wunderschönen Logo drauf. Ja. Was willst du mehr? Ja, privat kaufen? Nee. Ich sag mal, wir haben ja 296. Nee, das ist falsch. Ich wollte mir nicht privat kaufen, weil ich habe genug. Wir hatten mal 296 Flaschen. Ja. Ein paar sind noch da. Klar, ist aus Frisch auf dem Markt, aber ja. Klar. Du hast eine, ich habe eine, zwei bleiben in der Firma. Das ist der hier, Nummer 1 und Nummer 296, also der erste und der letzte, der bleibt in der Firma. Und in dem Sinne, 1 bis 60. Ja. Jetzt, wir probieren ehrlich zu sein. Ja, wir müssen ehrlich sein. Und ich glaube, das kriegen wir auch ganz gut hin. Ja, ich glaube auch. Ich hab den getrunken und habe mir so überlegt, wo bin ich, 43, 44 Punkte. Ich gebe mir am Ende die 44 Punkte. Weil es einfach ein schönes Paket ist. Du bist bei? Ich bin bei 47, aber auch, ich habe hier noch zwei, drei Punkte extra gegeben, weil ich das Preis-Leistungs-Verhältnis geil finde. Das stimmt. So, dann bin ich bei 47. Das ist wirklich ehrlich. Also sind wir bei 91 Punkten. Ja. Und wo das auf der Tafel ist, schauen wir jetzt mal. Tianinich, 14 Jahre, Signatory Vintage for Simple Sample. Wir sind bei 91 Punkten. Und ich mache mal ein elegantes Herzchen dahinter, weil er am Ende des Jahres nicht in die Wertung mit eingeht. Aber wir schauen mal, wo er gelandet wäre. Und ja, wir sind hier über dem Aaron 25, unter dem Kaila 31 von Gordon McPhail. Warum? Guck mal, wir haben auch einen kleinen Kaila 17 hier oben, auch nicht in Fassstärke. Also es zeigt, es muss nicht immer unbedingt alt sein, um gut zu sein. Also ich denke, wir sind im oberen Mittelfeld damit und sollten in den 14 Jahren damit sehr zufrieden sein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.